Vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben zu unserem heutigen Webinar. Ich hoffe, Sie können uns alle gut hören. Unser Thema ist Sicherheitslücken schließen mit zentralem Patch-Management und zwar nicht nur für Windows. Mein Name ist Michaela Hall. Ich bin zuständig für Vertrieb und Marketing der Managed Engine Produkte hier bei der Micronova und ich unterstütze unseren Referenten heute bei diesem Webinar. Ja, worum geht's? Ganz kurz gleich. Wir zeigen Ihnen anhand unseres Produktes Desktop Central, wie Sie fehlende Updates, Patch-Updates identifizieren können und Patches vorab testen können. Wir zeigen Ihnen einen Approval-Management-Prozess, wie Sie sie vorher genehmigen, die Patches, und dann vollautomatisch ausrollen. Und das nicht nur für Windows, sondern auch für Linux, Mac und Drittanbieter-Software. Und am Schluss zeigen wir Ihnen noch, wie Sie mobile Geräte sicher verwalten. Das kann Desktop Central auch, inklusive Registrierung, Profilmanagement und so weiter. Was wir heute nicht zeigen, ist die Softwareverteilung, was Desktop Central auch kann. Da gehen wir in einem anderen Webinar drauf ein. Ja, unser Referent ist Christian Schneegans, der ist bei uns Software-Consultant. Schwerpunkt sind die Monitoring-Lösungen und eben IT-Security und Desktop- und Mobile-Device-Management. So, jetzt möchten wir gleich überleiten. Christian, zeig uns doch das mal am Desktop Central. Ja, von mir auch erstmal herzlich willkommen zu unserem Webinar und ja, dann steigen wir auch gleich ein in das Produkt Desktop Central. Wir haben hier mal die Start- und Login-Seite und werden auch gleich mal loslegen, damit ich Ihnen zeigen kann, wie das Patch-Management im Desktop Central denn so funktioniert. Wie die Kollegin schon angedeutet hat, Desktop Central, ein Produkt, das jetzt nicht bloß Patch-Management machen kann, sondern auch zum Beispiel die Softwareverteilung vornehmen kann, plus Konfigurationen an Systemen Mac, Windows, Linux vornehmen kann. Wir werden uns heute aber darauf konzentrieren, die Patch-Verwaltung hier durchzuführen und ja, ein bisschen auf den Automatismus dieser Patch-Verwaltung einzugehen. Und im Nachgang der Patch-Verwaltung werden wir dann noch ganz kurz auf die mobile Geräteverwaltung eingehen und ein bisschen was zum Mobile Device Management sagen, das hier ebenfalls als Modul im Desktop Central verfügbar ist. So, jetzt sind wir hier auch eingeloggt im Desktop Central und sehen hier die Startseite, auf der wir hier schon viele Informationen zu unserem Patch-Stand und zum Stand der Systeme im Desktop Central finden. Das ist praktisch auch so die zentrale Informationsseite zu dem Ganzen. Man kann sich hier auch das Ganze so ein bisschen selber anordnen, wie man das denn so gerne möchte. Zum Patch-Management selber wäre es natürlich erstmal wichtig zu sehen, welche Systeme haben wir denn überhaupt im Desktop Central bereits drin und welche wollen wir denn nun hier genau patchen. Das ist so mal, sage ich mal, der erste Punkt, den man hier prüft, beziehungsweise auch bei der Installation und Einrichtung natürlich durchführt. Dafür gibt es im Admin-Bereich vom Desktop Central ein sogenanntes Scope of Management, in dem hier praktisch die gesamten Computer, die wir dann hier verwalten wollen, enthalten sind. Hier in diesem Verwaltungsbereich natürlich auch erstmal wieder eine Übersicht, was haben wir denn alles, wie ist unsere Lage hier. Und unter dem Bereich Computer hätten wir dann hier eine Übersicht über sämtliche Rechner, die jetzt hier im Desktop Central enthalten sind und auch eine Übersicht über den Status des Agenten. Agenten deshalb, Desktop Central ist von der Client-Seite her, also von den Geräten, die wir damit patchen wollen oder auf denen wir auch Software ausrollen wollen, agentenabhängig. Das heißt, es wird zuerst ein Agent installiert. In dieser Lösung, die wir jetzt hier vorliegen haben, kann das Teil automatisiert aus dem System selber erfolgen, kann aber auch über eine Richtlinie zum Beispiel im AD ausgerollt werden oder über Skripte. Gibt es diverse Möglichkeiten, diesen Agent auf die Systeme zu bringen. Wichtig ist nur, dass der Agent auf dem System existiert, sprich, wir haben ja einen Status von erfolgreich installiert. Das kann man auch hier zum Beispiel prüfen,
indem man sich hier einen Filter zusammenklicken kann, um jetzt hier, ich habe hier mal einfach einen Filter gebaut, der nach dem Status gleich nicht installiert oder fehlend hier sucht. Das sollte bei uns hier eigentlich nicht der Fall sein. Genauso ist es auch. Es sind keine Geräte da, die jetzt hier keinen Agent drauf haben. Löschen wir den Filter wieder. Sehen wir hier praktisch, dass wir überall den Agent ausgerollt haben. Nachdem wir das festgestellt haben, okay, Agent ist überall drauf, haben wir dann die Möglichkeit, eben diese Systeme zu patchen und würden dann gleich von hier aus mal direkt in die Patch-Verwaltung gehen. Da landen wir natürlich auch erstmal wieder auf einer Übersichtsseite, die uns den aktuellen Patch-Stand der Systeme hier zeigt. Das heißt, wir hätten jetzt hier zum Beispiel 3 fehlende Patches und so weiter. Man muss allerdings auch natürlich die Meldungen, die hier ganz oben stehen, erstmal beachten. Sehr wichtig bei dem Thema, nämlich dass hier jetzt die Berichte nicht auf dem neuesten Stand sind und wir erstmal hier mit einem Klick auf Zusammenfassung jetzt erstellen, die neueste Version dieses Patch-Standes hier angezeigt bekommen. Jetzt sind wir nämlich schon bei 5 fehlenden Patches auf unseren Systemen, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier 12 verwaltete Computer und 4 davon sind als sehr anfällige Systeme deklariert worden. Warum sind sie das? Auf diesen Systemen fehlen Patches. Das sind jetzt hier nur, es ist nur ein Patch, der dort fehlt, der als kritisch markiert worden ist. Diese Einstellung, wann dieses System als sehr kritisch eingestuft wird oder sehr anfällig, kann man natürlich auch über, über eine Einstellung hier ändern. Das heißt, man kann jetzt hier die Anzahlen etwas höher setzen, da nicht jeder kritische Patch in jedem Unternehmen als muss sofort auf diesem System verfügbar sein, sonst ist es als sehr kritisch eingestuft, muss das nicht in jedem Unternehmen der Fall sein. Das heißt, diese Einstellung kann man natürlich ändern, so man das denn möchte. Zurück zu unseren zu patchenden Systemen. In dieser Übersicht, ganz wichtig auch noch, sollte man auch jederzeit noch ein bisschen überprüfen, nämlich die letzte erfolgreiche Aktualisierung der Gefährdungsdatenbank. Gefährdungsdatenbank ist eine Datenbank, die bei der Firma Manage Engine gehostet wird, in die die neuesten Patchstände sowohl von Microsoft als auch diversen Drittherstellern praktisch eingepflegt werden, teilautomatisiert, teilweise werden die auch manuell dann noch eingepflegt, so es dann irgendwie notwendig erscheint. Und diese Patch-Datenbank oder Gefährdungsdatenbank wird mit jedem Desktop-Central-Server abgeglichen und daraus dann wiederum einen Vergleich gezogen mit den Systemen, die wir hier im Desktop-Central drin haben und damit festgestellt, welche Patches fehlen denn auf den Systemen, die wir hier pflegen wollen. Das heißt, der Stand dieser Datenbank sollte natürlich immer aktuell sein, um hier auch die tagesaktuellen Patches enthalten zu haben und die Systeme entsprechend dem aktuellen Stand patchen zu können. Gibt es hier unten auch noch, unten links, einen Jetzt-Aktualisieren-Button oder hier oben auch nochmal Jetzt-Synchronisieren, beides das gleiche. Aktualisiert er den Stand dieser Datenbank, beziehungsweise wird das automatisch nach einer voreingestellten Einstellung vorgenommen. So, jetzt wollen wir hier diese sehr anfälligen Systeme, das sind 4 Stück, die wir hier sehen, so mein Bildschirm hier ein bisschen unschön dargestellt. Wir haben hier fehlende Patches, hier haben wir mal einen jeweils von Third Party und wir haben auf diesem System hier zum Beispiel 4 fehlende Betriebssystem-Patches, das ist ein Windows 2012 Server, das heißt, das sind 4 fehlende Microsoft-Patches und hier hinten haben wir fehlende Patches von Drittanbietern, können wir mal reinschauen, worum es hier geht es um ein Google Chrome Update zum Beispiel, das hier auf diesen Rechnern fehlt und hier eingespielt werden müsste. Wenn wir jetzt hierher gehen wollen und sagen, ja, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel diese Patches hier auf diesem Server manuell ausrollen, dann können wir das natürlich tun, indem wir einfach diesen Server hier anklicken und wollen nur auf diesem Server die fehlenden Patches bereitstellen. Dann geben wir dem Kind hier einen Namen und sagen,
zum Beispiel Patches ausrollen und würden hier nochmal die Patches angezeigt bekommen. Wir können einen Plan erstellen, wollen wir da, nach welcher Zeit wollen wir die installieren oder wann sollen sie auf keinen Fall nicht mehr, auf keinen Fall mehr installiert werden. Wir müssen eine Installationsrichtlinie anwenden. Eine Richtlinie, wenn wir dann auch mal reingehen, ist in dem Fall ja, der Zeitpunkt, wann überhaupt dieses Patching durchgeführt werden darf, wann es so ungefähr starten und stoppen soll und was passiert werden soll, was passieren soll zum Beispiel nach erfolgter Installation. Sprich, darf das System automatisch den Rechner dann neu starten, so es denn für diese Patches erforderlich ist oder nicht. Viele wollen halt diesen Neustart natürlich nicht in eine Zeit bekommen, in dem die Benutzer an den Rechnern arbeiten. Das heißt, der würde dann im Nachgang zum Beispiel erst erfolgen, dieser Neustart, oder wenn der Nutzer den Rechner dann runterfährt und am nächsten Tag einfach neu startet. Dann geben wir hier immer ein Ziel an, in dem Fall natürlich jetzt vorausgewählt, weil ich den eben diesen einen Computer hier patchen möchte, den ich vorher angeklickt habe, ist dieses hier bereits alles ausgefüllt und ich kann jetzt hier mit mittels bereitstellen oder sofort bereitstellen, kann man auch gerne mal draufklicken, kann ich hier eben diese Patches ausrollen, komme dann in die Ansicht, wie denn mein Stand für diese sogenannte Konfiguration ist und würde hier sehen, was jetzt hier passiert. Das kann jetzt einige Zeit dauern, dass diese Patches ausgerollt werden. Da möchte ich nämlich auch gleich noch drauf eingehen. Es gibt eine sogenannte 90-Minuten-Policy. Das heißt, jeder dieser Agenten, die auf Desktop Central zugreifen, meldet sich einmal innerhalb von 90 Minuten beim Desktop Central und fragt nach neuen Stand der Dinge für sich und würde dann praktisch seine Angaben aktualisieren bzw. neue Konfigurationen, Patches oder Software übernehmen und dann auf sich ausgerollt bekommen. Das heißt, man muss da auch immer ein bisschen Geduld haben, ein bisschen warten, dass diese Policy auch durchgelaufen ist und nicht meinen, oh, jetzt funktioniert da nichts, warum geht da nicht gleich was, auch wenn ich hier auf Immediately drücke oder sofort ausrollen. Es passiert nicht immer sofort etwas. Also da muss man immer ein bisschen kurz Geduld mitbringen. So viel also zum Thema, ich möchte hier ad hoc auf einem Rechner die für diesen Rechner zur Verfügung stehenden Patches ausrollen, was wir jetzt hier für diesen TNSRVAP zum Beispiel gemacht haben. Wenn wir hier auf alle Patches gehen, sehen wir hier auch die aus Sicht nicht der Systeme, sondern aus Sicht der Patches eine Übersicht, also es sind 5 fehlende Patches. Wir haben zum Beispiel auf dem System 216 Patches schon installiert und wir hätten hier aufgrund der Datenbankeinträge 221 noch zur Verfügung stehen. Das heißt aber nicht, dass sie hier fehlen, sondern die werden nur möglicherweise anwendbar. So, zum Patch-Management ist es dann natürlich noch, das heißt, wir könnten jetzt hergehen und haben auf diesem einen Rechner, den wir jetzt gewählt haben, die Patches ausgerollt und haben damit festgestellt, dass eben diese Patches, die hier gefehlt haben auf dem Rechner, dass diese funktionieren, nachdem wir sie dort eingespielt haben, sprich der Rechner fährt hoch, hat da hinterher keine Probleme mit irgendwelchen Geschichten, dann können wir diese Patches als freigegeben, in den Genehmigungsstatus freigegeben versetzen, um diese dann zum Beispiel später automatisiert, da gehe ich danach gleich drauf ein, auf den restlichen Systemen auszurollen. Das heißt, man würde diese hier markieren und dann als freigegeben, was jetzt hier schon der Fall ist, da meine automatisierte Freigabe hier bereits aktiv ist, auf die ich dann auch noch kurz eingehen möchte. Deswegen sind die hier schon freigegeben. Ansonsten könnte man jetzt hier manuell sagen, freigegeben und würde bei dem automatischen Ausrollen dann eben diese freigegebenen Patches auch auf andere Systeme ausrollen. So, wobei wir jetzt wieder, wie eben bereits erwähnt, bei der Genehmigungsprozedur sind. Entweder, wie bereits erlebt, wir nehmen einen Rechner, rollen dort Patches aus und geben diese dann manuell frei, damit diese in dem Automatismus, den ich später zeige, automatisch dann ausgerollt werden. Oder es gibt Genehmigungseinstellungen zum automatisierten
Testen und Genehmigen. Das automatisierte Testen und Genehmigen ist jetzt bloß in der Desktop Central Enterprise Version enthalten, ist aber ein in meinen Augen sehr nettes Feature dieses Produktes. Das heißt, wir gehen dann hier auf Testen und Genehmigen. Wir stellen uns eine Gruppe an Rechnern zusammen, auf denen Patches vorgetestet werden sollen. Das heißt, es sollten natürlich Rechner sein, auf denen auch das am meisten oder auch auf allen anderen verwendeten Servern oder Clients verwendete Betriebssystem auch läuft, beziehungsweise auch Third-Party-Produkte dort drauf laufen, die eben auf denen entsprechen, die auf anderen Geräten laufen. Dann, wenn wir diese Gruppe zusammengestellt haben, dann würden wir hier einen Patch-Vorgang für diese Gruppe zusammenstellen und würden, das ist das Schöne an dem Produkt, die Reihenfolge hier ist eigentlich immer gleich, wir sagen, was wollen wir wo patchen. Wir wollen diese Gruppe hier anwenden, das heißt, wir wollen das hier oben patchen, wir wollen sowohl Microsoft-Patches als auch Drittanbieter-Patches ausrollen. Wir wollen diese Patches auf eben mit eben dieser Richtlinie ausrollen, dass diese Server oder Clients hinterher auch gebootet werden. Das heißt, die Patches auch wirklich dort vollends installiert werden. Das ist natürlich jetzt nur in dieser Testgruppe. Wir wollen eine Benachrichtigung, dass Patches installiert worden sind, gesendet bekommen. Und wenn diese Patches denn erfolgreich auf diesen Testgruppe ausgerollt worden sind, dann sollen sie automatisch nach Zeit X, hier jetzt 3 Tagen, in den Status genehmigt gesetzt werden. Das heißt, die würden dann auch wieder, wenn sie im Status genehmigt sind, bei dem automatischen Patch-Deployment, das jetzt hier im Nachgang dann kommt, automatisch auch wiederum ausgerollt werden. Würden sie dort nicht als nicht genehmigt drinstehen, wären sie auch nicht ausgerollt. So viel zu den Testgruppen, die wir haben. Das heißt, Patches in die Testgruppe werden automatisch eingespielt. Man kontrolliert das Ganze. Ja, Server laufen, laufen nicht oder stellt automatisiert über ein Monitoring-System fest, zum Beispiel, dass es dort Probleme gibt. Und kann dann noch sagen, nein, ich möchte eben diese Patches eben nicht automatisch ausrollen, also ich möchte sie dann nicht freigeben. Das wäre dann in dem Fall hier sehr einfach zu erledigen. Das heißt, nicht freigegebene Patches, die dann automatisch in den Status freigegeben wechseln würden, kann man natürlich abbrechen und sagen, nein, diese möchten wir nicht genehmigen, da hier irgendwas nicht funktioniert hat. Dann würden sie auch nicht genehmigt werden und nicht in den Automatismus eingefügt werden. Die Gruppen selber, um so einen Patch zu testen, legt man unter diesen selbst erstellten Gruppen im Admin-Bereich fest und kann jetzt hier zum Beispiel eine Testgruppe für Software oder für Patches erstellen, in die man halt mehrere Computer integriert, die eben diesen vorhin erwähnten Voraussetzungen erfüllen, dass sie halt Microsoft und das, was halt viele andere Computer auch drauf haben, ebenfalls beinhalten. So, nachdem wir unsere Patches dann genehmigt haben, wollen wir diese natürlich automatisiert ausrollen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine automatisierte Patch-Bereitstellung, die wir hier, ich habe jetzt hier schon mal 2 Stück bereits erstellt. Einmal für Microsoft-Patches, einmal für Third-Party-Patches. Man kann das Ganze natürlich auch in einem verwursteln, so man das denn möchte. Wir gehen jetzt hier einfach mal drauf und sehen dann wiederum die Anzeige, wie wurde wann was ausgeführt auf den Systemen. Und ich kann diesen Vorgang natürlich auch anpassen. Das ist eben auch wieder das erwähnte Anzeigebild, das sich eigentlich durch Desktop Central komplett durchzieht, sei es Patch oder Software oder Konfiguration. Diese Ansicht ist immer gleich. Ich sage, ich gebe an dem Kind einen Namen, ich sage, was ich tun möchte, ich sage, mit welcher Richtlinie ich dieses tun möchte, wann ich es tun möchte und wo ich es tun möchte. Plus noch ein paar Einstellungen, die dann immer abhängig sind, wo ich gerade bin. Hier möchten wir also Microsoft Patches ausrollen. Das heißt, wir wollen hier die
Geräte zuvor nach Patchen abscannen mit dieser Prozedur. Wir wollen diese Patches und Definitionen dann runterladen und wir wollen sie bereitstellen. Was hier leider in der deutschen Übersetzung fehlt, ist das Wörtchen genehmigt, das hier im Englischen noch auftaucht. Das heißt, wir reden hier nur von genehmigten Patches, die wir hier bereitstellen wollen. In dem Fall wollen wir hier Microsoft Patches bereitstellen. Wie gesagt, das gilt auch für Drittanbieter-Patches, die wir ausrollen könnten. Wir können das Ganze noch ein bisschen verzögern, so wie wir das denn wollen. Wir haben hier diese Richtlinie, dass nach diesem Patch-Deployment soll tatsächlich hier gebootet werden, was man natürlich auch verhindern kann mit eben dieser Richtlinie, die wir vorhin schon einmal kurz angezeigt bekommen haben. Wir geben mit der Richtlinie auch vor, wann das Ganze geschehen soll, hier jetzt in einem Zeitfenster zwischen 18 und 6 Uhr in der Früh darf diese Prozedur des Patchings ausgeführt werden, also das Deployment von den Patches. Und Startzeit ist jetzt von dieser Prozedur, von diesem Ereignis selber 19 Uhr. Wir geben das Ziel vor, hier ist es praktisch ja, unser gesamtes Testnetz, sage ich mal, und geben noch vor, wie oft das Ganze wiederholt werden soll bei diversen Problemen oder dergleichen. Dann kann man sich natürlich darum informieren lassen, wie hat das Patching funktioniert, welche Probleme traten auf, würde dann hier automatisiert eine E-Mail versendet. Das heißt, wir haben dann hier mit dem Patch-Vorgang sozusagen abgeschlossen. Vorteil wäre jetzt, so man denn die Enterprise-Version zum Beispiel hat, wir machen einen automatisierten Testlauf auf einer Gruppe von Rechnern. Sobald dieser Testlauf durchgelaufen ist und wir keine Probleme festgestellt haben und diese Patches dann automatisiert in den Status Genehmigung setzen lassen, würde dann wiederum automatisiert hier das Rollout der Patches auf den restlichen Rechnern erfolgen und wir hätten einen durchlaufenden Automatismus, um Rechner zu patchen und auch vorher kontrolliert zu haben, dass diese Patches eben auch funktionieren. Das wäre, ja, sage ich mal, die automatisierte Patch-Verwaltung vom Desktop Central. Es gibt natürlich noch diverse andere Einstellungsmöglichkeiten, die das System bietet. Wir können natürlich auch sagen, gewisse Patches wollen wir im System nicht ausrollen, da man zum Beispiel laut Firmenpolicy hier Probleme festgestellt hat oder irgendwelche Software auf seinen Rechnern hat, die eben diese Patches nicht bekommen sollen, kann man das Ganze natürlich auch ausschließen aus dem Patch-Management. Es gibt diverse Ansichten noch, um zu sehen, was überhaupt in unseren Datenbanken drinsteht. Wir haben jetzt hier ausgewählt, wir wollen zum Beispiel alle Systeme, sei es Windows, Mac oder Linux, wollen wir Third-Party als auch die System-Patches bekommen, kriegen dann hier auch eine Liste unterstützte Patches, die jetzt eben für diese ausgewählten Optionen hier zutreffend sind. Das heißt, wir haben neueste Patches für eben alle diese Systeme und Third-Parties. Wir haben die gesamten unterstützten Patches, die in der Datenbank von Manage Engine drinstehen, die wir angezeigt bekommen und auch durchsuchen können nach vielleicht einem Patch, wo wir meinen, ja, der müsste doch eigentlich aber ausgerollt werden. Ja, ist denn der hier überhaupt enthalten? Lässt sich hier schnell überprüfen, ob das Ganze der Fall ist. Wenn wir die Patches denn ausgerollt haben, wollen wir dann natürlich vielleicht auch darüber informiert werden, was wurde denn wo, wie, wann gepatcht. Das heißt, wir können uns jetzt hier dann auch einen Report über das Ganze verschicken lassen und würden jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, wir möchten automatisiert nach Zeit einen Report bekommen über zum Beispiel gefährdete Systeme auch. Das heißt, wir haben Systeme, wir patchen diese Systeme, möchten aber auch einmal in der Woche vielleicht wissen, ah, wie ist denn jetzt so gerade unser Stand? Haben wir da vielleicht Systeme, die trotzdem noch als gefährdet dargestellt werden? Das heißt, müssen wir hier vielleicht nochmal gucken, warum das denn der Fall ist. Dann würden wir hier sehr anfällige Systeme, können jetzt hier zum Beispiel sagen, wir möchten nur nach dem Wert Windows, das heißt, wir wollen nur gucken, welche Windows-Systeme hier als gefährdet
angesehen werden und können uns dann als PDF zum Beispiel zu einem Bericht senden lassen, um dann eben hier informiert zu werden. Planen sollten wir das natürlich auch, wann wir das Ganze ausführen wollen. Wir wollen das einmal wöchentlich zum Beispiel haben. Ausführen am Sonntag um 23 Uhr möchten wir einen Bericht bekommen über die sehr gefährdeten Windows-Systeme, wie hier oben ausgewählt. Und da würde uns jetzt praktisch um 23 Uhr dieser Bericht zugesendet werden. Jetzt ausführen. Bin mir nicht sicher, ob das Ganze jetzt auf die Schnelle Erfolg hat, aber möglicherweise hat es das. Und wir könnten hier einen Bericht bekommen, der uns unsere sehr gefährdeten oder sehr anfälligen Systeme hier ad hoc zeigt, um zu überprüfen, wie schaut es denn gerade in unserem System aus. So, das war auf die Schnelle, sage ich mal, der Teil Patch-Verwaltung im Desktop Central. Nachdem wir jetzt vorhin hier ein paar Patches durchgeführt haben, die wahrscheinlich einen Reboot benötigen. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei fehlende Patches, nachdem wir vorhin ein paar eingespielt haben. Der Server wahrscheinlich auch noch Reboot benötigt oder es waren noch zwei andere Patches, meine ich, offen. Ja, das sind andere Server. Haben wir jetzt hier schon wieder einen aktuelleren Stand. Wie gesagt, das so viel zur Patch-Verwaltung mit Desktop Central. Worauf ich jetzt noch kurz eingehen möchte, ist, da es mittlerweile sehr in den Fokus rückt bei vielen Firmen, die mobile Geräteverwaltung, die ebenfalls als Modul im Desktop Central verfügbar ist und eben hier ja, mitsamt dem Produkt, sage ich mal, als Komplettlösung sowohl für Server, Desktops als auch mobile Geräte angeboten wird. Diese mobile Geräteverwaltung oder Mobile Device Management, wie es so schön im Neudeutschen heißt, bietet hier die Möglichkeit, sowohl Apple, Android als auch Windows Mobile Geräte zu verwalten und diese Geräte hier dazuzufügen, verwalten in dem Sinne, als dass man zum Beispiel die Geräte für diese Geräte Profile erstellt, die eben die Einstellungen der Geräte ändert bzw. Sachen auf diesen Geräten sperren kann oder vordefinieren kann. Wir gehen jetzt hier einfach mal in so ein Profil rein, zum Beispiel für iOS-Systeme, die wir haben, in die Profildetails und klicken hier einfach mal auf Ändern und kommen dann hier eben in ein solches Profil und sehen dort eine Vielzahl von Einstellungen, die wir jetzt hier zum Beispiel auf einem iOS-Gerät, auf einem Apple iPhone oder iPad vornehmen können. Das heißt, wir können hier sämtliche Beschränkungen einstellen. Wir können auch zum Beispiel den App Store komplett verbieten. Das heißt, das Symbol des App Stores würde dann einfach vom Bildschirm auch verschwinden und man kann diesen einfach nicht mehr aufrufen. Diverseste Einstellungen, wie gesagt, möglich. Hier ins Detail zu gehen, wäre jetzt, würde den Rahmen explizit sprengen. Wenn wir natürlich jetzt hergehen und diesen App Store beschneiden und sagen, ah, ja, es gibt jetzt also einfach keinen App Store mehr von Apple, wir wollen aber trotzdem dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eben Anwendungen zu installieren, dann gibt es hier auch einen vorgefertigten Anwendungsspeicher, in den wir, das ist praktisch auch wieder eine kleine App, die hier mit installiert werden würde und ist wie ein ja, wie ein extra App Store sozusagen, firmenbedingt, indem wir Anwendungen zum Beispiel über das Volume Purchase Program von Apple, das heißt, das sind auch so Enterprise Apps halt, die firmenmäßig gekauft werden und dann so, so eine Corporate Lizenz besitzen, die können wir dann auf die Geräte ausrollen oder das gleiche gilt für Android for Works.
Windows ist dort ein bisschen sehr eingeschränkt, die Möglichkeiten, was das anbelangt. Wir können aber auch ganz normale Apps hier hereinsetzen, die aus dem App Store der jeweiligen Anbieter stammen und eben diese über diese kleine App dann den Benutzer auswählen lassen. Was auch möglich ist, dass wir ganz einfach natürlich hergehen und diverse Apps generell auf die Geräte schon einmal verteilen. Sprich, wir wollen dann einen Outlook auf jedem Gerät zum Beispiel schon mal drauf haben, dass auch der Benutzer dann nicht deinstallieren kann. Das ist ebenfalls über diese Software möglich, das zu tun. Wie gesagt, Software hier eben auszurollen, Anwendungen bereitzustellen, Profile für diese Geräte zu erstellen, in denen gewisse Vorgaben schon herrschen, zum Beispiel auch Wi-Fi-Profile. Man kann Gruppen bilden, indem man zum Beispiel Abteilungshandys gruppiert oder dergleichen. Und wenn es wiederum auf die Anwendung nochmal zurückgeht, kann man auch sagen, wir möchten hier eine schwarze Liste machen. Wir geben dem Anwender vielleicht noch die Möglichkeit, okay, er darf den Store von Apple benutzen, aber gewisse Apps, die es dort gibt, sind halt einfach geblacklistet sozusagen und würden zum Beispiel nach Zeit und einer Aufforderung an den Benutzer automatisch deinstalliert werden. Die Geräteerfassung wiederum kann erfolgen entweder vom Benutzer selber, das heißt, man würde dem Benutzer auf sein Handy einfach eine E-Mail schicken mit einem kleinen Link, den klickt er und muss sich dann kurz einmal anmelden, dann ist das Gerät hier registriert und die Sache ist erledigt. Des Weiteren gibt es natürlich diverse Programme, das Device Enrollment Program von Apple oder aber auch die Registrierung bei Android über Nearfield Chips ist ebenfalls möglich. Einer ist also praktisch der Chef und man hält sein Handy dorthin an denjenigen und ist dann auch hier im Mobile Device Manager registriert. Für Windows gibt es leider, sage ich mal, da sehr wenig verbreitet, nur die Möglichkeit, das Ganze über halt E-Mail zu registrieren. Dann gibt es natürlich auch im Mobile Device Manager wieder diverse Berichte über Geräte, über Anwendungen, über möglicherweise Sicherheitsprobleme, dass Android-Geräte geroutet wurden oder hier ein Jailbreak durchgeführt wurde auf iOS-Geräten. Das Ganze kann man sich hier natürlich dann auch anzeigen lassen, falls es hier Probleme geben sollte. Diverse Voreinstellungen sind natürlich da zu machen und wenn man die Programme von Apple oder Android nutzen möchte, muss man natürlich auch dort wiederum registriert sein bzw. einen speziellen Account dafür haben. Ja, das auch wiederum ein kurzer Abriss über unsere Möglichkeiten, mobile Geräte zu verwalten und dort Profile und Anwendungen auf diese Geräte einzubringen. So, das ist jetzt von meiner Seite her, sage ich mal, erstmal alles zu Patch Management im Desktop Central und zu den mobilen Geräten ebenfalls als Modul im Desktop Central vorhanden. Und ja, vielen Dank, Christian. Falls Sie noch Fragen dazu haben, ein paar Minuten könnten wir noch spendieren, dann schicken Sie sie mir einfach über die Chat-Option. Ansonsten gehen wir vielleicht noch mal kurz darauf ein, welche Editionen das es gibt vom Desktop Central. Der Herr Schneegans hat es ja schon angesprochen, dass einige Funktionalitäten in der Enterprise oder Distributed Edition verfügbar sind. Christian, was war das nochmal? Ja, das ist zum Beispiel die Funktion mit diesem automatischen Patch-Approval-Prozess. Diese gibt es erst ab der oder in der Enterprise-Version. Dieser Genehmigungs- oder Approval-Prozess gibt diesen Prozess selber, gibt es zwar auch in der Professional-Edition, aber dort halt eben nicht automatisiert. Das heißt, dort fließen die Patches nicht automatisiert durch irgendeine Testgruppe durch und werden dann automatisch auf genehmigt gesetzt. Dazu bräuchte es eben die Enterprise-Version, ansonsten muss man dort manuell tätig werden. Genau. Sie sehen, es gibt eine Patch-Edition, also rein nur fürs Patchen, dann eben die Professional und die Enterprise und eine Free-Edition für 25 Computer und 25 mobile Geräte. Ja, ich hätte noch einen kurzen Hinweis. Und zwar
Wir sind ja auch sehr stark vertreten im Bereich der Active Directory-Lösungen. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein Thema bei Ihnen im Unternehmen. Vielleicht ist es interessant, wir haben wieder eine Seminarreihe, ein halbtägiges Seminar, 4., 5. und 6. April. Themen werden sein Sicherheit und Compliance, zum Beispiel wie Sie verschiedene Passwortrichtlinien innerhalb einer Domäne erstellen, welche Passwortlösungen es überhaupt gibt, nicht nur jetzt die von Manage Engine, sondern auch von anderen Herstellern, ja, wie Sie bestimmte Active Directory-Aufgaben automatisieren können. Das Seminar ist kostenlos, ich schicke Ihnen gerne noch die Informationen zu, vielleicht möchten Sie ja mit dabei sein. Ja, es ist noch eine Frage, habe ich noch, Christian, an dich. Kann man vor dem System ein, wie heißt es, WSUS schalten oder greift Desktop Central direkt ins Internet? Desktop Central greift in diesem Fall direkt auf das Internet zu, und zwar ist es so, dass eben die Patches selber, die verfügbaren Patches, wie erwähnt, aus der Datenbank von Manage Engine stammen. Und dort hinterlegt ist auch gleich sozusagen, wie komme ich an die Patches, und diese werden dann von den Herstellerseiten, sprich von Microsoft direkt, so wie das WSUS halt auch im Hintergrund macht, heruntergeladen. Ich kann jetzt aber nicht die Downloadmöglichkeit ändern und sagen, ich möchte auf einen WSUS-Server in meinem Unternehmen zugreifen und dort eben die Downloads herunterladen. Da Desktop Central halt in diesem Fall eine eigenständige Lösung ist. Wir haben da bloß ein Add-on für den WSUS, das ist der Patch Connect Plus. Genau, Patch Connect Plus. Der eben dort dann die Möglichkeit bietet, Third-Party-Patches einzubinden in das System. Genau. Dann haben wir eine Frage, wie skaliert das Produkt? Also das geht halt nach Computern. Ja, und ja, genau. Das Produkt wird nach Computern lizenziert. Anzahl der Geräte halt, die Sie hier aufnehmen möchten. Wenn Sie die Mobile-Geräte noch dazu, dann gehen halt noch die Mobile-Devices dementsprechend als Add-on dort rein, also rein lizenztechnisch. Vielleicht noch kurz ein Wort zur generellen Unternehmensskalierbarkeit des Systems. Da ist es so, dass die Geräte, die zum Beispiel lokal in einer Lokation vorhanden sein würden, kann man direkt mit dem Desktop Central Server über den Agent kommunizieren lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen sogenannten Distribution Server zu benutzen, zum Beispiel für entfernte Lokalitäten, und die Agents auf diesen Distribution Server zugreifen zu lassen, um eben hier nicht die komplette Aktivitäten immer über die Warnstrecken laufen zu lassen und hier Bandbreite einsparen zu können. Okay. Wie viele Clients könnte man von einem Server patchen? Von einem Server aus zu patchen, muss ich ehrlich gestehen, die Angabe, glaube ich, war mal mit Minimum 500, also das, aber es geht da eher in die Tausenden. Je mehr es dann allerdings werden, sollte man dann über diese besagten Distribution Server auch nachdenken. Und hier vielleicht, um das System ein bisschen zu entlasten, auch aus dem Grunde eben dieser erwähnten 90-Minuten-Policy, da ja alle Clients da innerhalb einer 90-Minuten-Zeit einmal am Server anfragen, und wenn dann halt hunderte von Clients hier gleichzeitig auf einen Server anfragen, ohne eben diesen Distribution-Server dazwischen, könnte das ein bisschen viel werden, vor allem wenn dann die Patches auf die Geräte gleichzeitig auch alle ausgerollt werden würden, würde ich möglicherweise mein Netzwerk hier ein bisschen zu sehr belasten. Also da kann man natürlich hier auch über die Richtlinien, die vorhin erwähnt wurden, das Ganze ein bisschen steuern, wann, wo, wie was gepatcht wird, aber muss halt immer im Hinterblick behalten, wie ist mein Netzwerk ausgelastet. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage. Kann man ein Ticketsystem, zum Beispiel Remedy, anbinden? Wir können natürlich unser Ticketsystem anbinden, das Services Plus. Exakt. Kannst du was zu Remedy auch sagen? Zu Remedy, anwendungstechnisch ist mir jetzt nichts bekannt. Wir haben eine API, die genutzt werden kann, um hier solche Anwendungen vorzunehmen. Wir haben aber keine direkte Schnittstelle jetzt, die mit Remedy arbeiten würde. Bei dem erwähnten Eigenprodukt Service Desk Plus, was wir hier auch sehen, ist das möglich, das sofort zu tun, oder halt bei Fremdprodukten über eine API-Integration.
Dann hoffe ich mal, dass wir alle Fragen beantworten konnten und wir konnten Ihr Interesse wecken für dieses Produkt. Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir sagen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Christian, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, danke auch. Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende miteinander.